Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video für deinen Powerstart 2019. Wir gehen jetzt nochmal ein Stück weg vom Verkaufsgespräch in die Helikopterperspektive und ich möchte dir drei Fragen stellen, die elementar wichtig sind für deinen Vertriebserfolg. Also, nach dem Intro drei Fragen an dich. Also ich weiß ja nicht, wie das bei dir lief Weihnachten, aber bei mir gab es unheimlich viel Kuchen. Egal wo wir waren, überall gab es Kuchen. Und ich bin froh, dass es jetzt wieder vorbei ist. Aber der Kuchen spielt trotzdem eine wichtige Rolle und das kennst du schon aus dem letzten Video von 2018, nämlich als Übersicht für deinen Markt. Und die Frage ist, wie groß ist denn dein aktuell verfügbarer Markt? Sprich, wie groß ist dein Kuchenstück, dein Teil des Ganzen? Und wenn du diese Frage jetzt nicht beantworten kannst, dann sofort Stopp, Pause, Recherchearbeit, 2 Tage und definiere einmal deinen Markt mit einer gesamten Marktvolumenzahl und mit deinen Anteilen. Denn irgendwie ist das Ganze ja aufgeteilt und du solltest wissen, in welchem Bereich du unterwegs bist. Bist du Marktführer? Bist du Zweiter, Dritter, Vierter am Markt? Gehörst du zu den sonstigen Anbietern, weil Startup? Es gibt ja so viele Konstellationen. Nur, wenn du weißt, wie groß dein Kuchenstück ist, meinetwegen 14% vom Ganzen, kannst du auch einschätzen, wie groß sind deine Entwicklungsbereiche. Und das sind schon die ersten 2 Fragen. Wie groß ist dein verfügbarer Markt? Wie groß sind deine Entwicklungsbereiche? Und vor allem, wo möchtest du denn rangehen? Also es gibt ganz viele Kunden, die sind online unterwegs und es gibt noch einen großen Offline-Markt. Zum Beispiel bei einer Software. Nutzt du eine Software oder arbeitest du noch mit Zettel und Stift? Wenn die sagen, hey, die anderen Softwareanbieter, die und die, die sind auch gut, da will ich jetzt auch gar nicht ran, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber dieser Teil, die noch mit Zettel und Stift arbeiten, die sollten in die Vorzüge des Softwaregebrauchs kommen, dann gehst du in diesen großen Teil deines Marktes rein und dann weißt du, wofür du Argumentationsketten schreibst, dann weißt du, welche Kaufsignale du beachten solltest, dann weißt du, welche Einwände kommen und du kannst deinen Gesprächsleitfaden genau auf das vorbereiten, was hier drin steckt. Deswegen, was ist dein Entwicklungsbereich? Was möchtest du 2019 erreichen? Wo möchtest du wachsen? Und die dritte Frage, nehmen wir mal einen schönen Grünstift. Immer wieder ein Thema in meinen Seminaren, nutzt du noch die richtigen Akquisemethoden? Ist der Kaltbesuch da draußen beim Kunden, der wahrscheinlich gar nicht da ist, noch zeitgemäß? Solltest du das Telefon viel stärker einsetzen? Was ist mit Messeakquise als Besucher und was ist mit dem ganzen Online-Social-Media-Akquise-Kanal? Also hinterfrag doch mal, drittens, nutzt du noch die richtigen Akquisemethoden? Nutzt du noch die richtigen und vor allem die kürzesten Wege, um an deine Kunden heranzukommen? Das sind die 3 Punkte, die du in diesem Video beantworten solltest, um dann morgen mit dem nächsten weiterzumachen. Wie groß ist dein aktueller Markt? Wie groß ist der Kuchen, den du gerade hast? Wo sind deine Entwicklungsbereiche? Und was sind die kürzesten, effektivsten, besten Wege, um an deine Kunden heranzukommen? Schau dir das mal ganz in Ruhe an. Wenn du Fragen hast, schreib in die Kommentare, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Viel Erfolg!